Wachs geklappt. Egal. Das hat Neue aber schon schön gefiltert, wie du gesagt hast. Wofür brauchst du das? Das ist dafür da, dass ich die Bienen quasi dazu animiere, in die Warmgassen zu verschwinden, weil die denken, das brennt. Mhm. Ja, also dieser Rauch imitiert quasi einen Waldbrand und dadurch ziehen sich die Bienen in die Warmgassen zurück und ermöglichen mir so, besser die Waben aus dem Kasten zu ziehen. Alles Mögliche, alles was ich im Wald finde, das kommt in den Smoker rein. Deswegen rieche ich auch den ganzen Tag nach Rauch. Auf alle Fälle. Wie bitte? Das geht auch super, ja. So wie die letzten zwei Jahre, da muss man echt höllisch aufpassen hier mit dem Smoker. Da musst du immer gucken, dass du da so wenig Funkenflug wie möglich verursacht. So, gut. Wenn wir uns hier bei mir am Bienenstand in Köln. Zwei Schaubeuten quasi, die dann für Schulungszwecken oder für Kinder halt zur Schau gestellt werden. Ja, und da würde ich sagen, gehen wir einfach mal ran. Am besten immer hinter die Beuten stellen, nicht vor die Kästen, weil die Bienen halt hier eingeflogen sind auf diese Flugschneise. Und wenn wir uns jetzt direkt davor stellen würden, wären die ein bisschen nervös und das würde denen nicht ganz gut gefallen. Deswegen immer schön hinterm Kasten und da passiert auch nichts. Auch noch drauf. Was wir hier sehen, das ist der Brutraum, ein Absperrgitter und den Honigraum. Und diesen Kasten schauen wir uns jetzt sozusagen von oben bis unten an. Hier unten befindet sich immer die Brut, wird abgegrenzt durch das Absperrgitter, wodurch die Königin halt nicht hier hoch gelangt und wir dann den Honigraum brutfrei abschleudern können. Ja, dann haben wir sozusagen keine Brut im Honigraum. Das ist immer ethisch halt eine schöne Sache, dass wir da einfach keine Bienenmaden und Bienenmaden im Honig oder im Schleuderraum allgemein haben. Genau, und wir arbeiten uns jetzt, wie gesagt, hier durch. Bei dieser Schaubeute ist halt das Schöne, man kann halt erstmal, um ein Gefühl dafür zu bekommen, von oben reingucken. Durch eine Glasscheibe, um zu schauen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, mit den Bienen in Kontakt zu treten. Wenn man das mal anfasst hier, das ist auch ein bisschen warm. Gut, das produzieren immer so eine Grundwärme. Mhm. Um 30 bis 35 Grad. Mhm. Im Brutraum sind immer unten konstant 35 Grad. 34,5 bis 35 ungefähr. Und hier oben im Honigraum ist es ein bisschen kühler. Das hier, was du hier siehst, das sind Wachsbrücken. Das bauen die Bienen, um besseren Kontakt von Wabe zu haben, um hier rüber zu laufen. Und hier haut einfach der B-Space nicht hin. Das ist der Abstand von dem Deckel bis zu dem Rähmchen. Das ist so ein Fachbegriff. Das ist für uns Imker ein bisschen blöd, weil wir diese Wachsbrücken haben halt immer entfernen müssen, weil uns das halt bei der Arbeit behindert. Aber für die Bienen ist das halt kein Problem. Wir sehen, das sind halt die Flugbienen, die zurückkommen, inklusive den Drohnen. Ja, hier kommt eine Biene mit Pollen, hier fliegt gerade eine Drohne rein. Die Drohnen sind immer etwas größer und dicker. Und die Bienen kommen mit Pollen zurück, um die Brut zu versorgen. Und die anderen Bienen mit Wasser und Nektar, um diesen dann einzulagern und die Brut zu versorgen. Hier. Startversuch. Genau, die Drohnen gehen jetzt kurz rein, fressen und fliegen gleich wieder raus und warten dann in den Lüften auf eine Königin und wollen diese dann begatten. Das ist ihre einzigste Aufgabe, Königin befruchten.
Hier so ungefähr 7 bis 8 Kilometer fliegen die jetzt hier weg von diesem Standort. Und dann gibt es Drohnensammelplätze. Da wird immer noch diskutiert, wie solche Drohnensammelplätze überhaupt entstehen. Also das kann man noch nicht wissenschaftlich richtig analysieren. Hm. Ja, also die Drohnen fliegen dorthin, warten auf die Königin. Die Königin weiß komischerweise genau, wo diese Drohnensammelplätze sind. Die Königin fliegt dorthin, lässt sich begatten und kommt wieder zurück. Und das macht die nur ein einziges Mal in ihrem Leben. Fliegt nur ein einziges Mal aus ihrem Kasten raus, lässt sich begatten und ist dann für immer in diesem Kasten drin, bis er halt dann irgendwann nach 3 bis 4 Jahren verstirbt. Und dann ziehen sie... So. Vielen Dank. So, erster Kontakt von oben. So, und hier sind die Bienen gerade dabei, den Honig zu trocknen und einzulagern und Waben auszubauen. Und wir ziehen jetzt hier gleich mal eine Wabe raus. Sind auch ganz gut drauf, liegen nicht auf. Kannst klopfen, passiert nichts. So, dann können wir gleich mal kosten, was uns die Natur hier schenkt. Einmal den Finger hinein. An welche Stelle? Ah, das ist eigentlich egal, hauptsächlich nicht auf eine Biene. Bloß ein bisschen kräftiger, ein bisschen. Genau. Ich gehe an die gleiche Stelle. Und das ist jetzt nur Linde? Ich kann es jetzt gar nicht genau sagen. Ich denke mal, da ist Linde mit was anderem mit drin. Das wird nicht Linde pur sein. Da ist noch was anderes mit drin. Ich schicke den Honig dann immer ein zur Analyse. Und da wird dann festgestellt, was da für Honig halt drin ist. Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Es ist Linde mit irgendwas Bitterem, weiß ich nicht. Also Akazie ist durch. Schmeckt doch milder. Ja, und die Bienen sind gleich dabei, diese Waben dann wieder zu reparieren. Also wir machen es kaputt und die Bienen machen das sofort wieder ganz. So, und jetzt arbeiten wir uns mal den Brutraum vor. Finde ich erstaunlich, woher die Bienen wissen, wie man eine sechseckige Wabe baut. Richtig, genau, das ist ein Phänomen. Und genau immer in der Größe auch. Richtig. Die Bienen gibt's halt gerade. Die wissen genau, was sie machen müssen. Ja, ja. Gibst du denen eine Vorlage oder bauen die komplett alleine? Ich gebe denen teilweise eine Vorlage und teilweise müssen sie auch selber bauen. Also so eine Vorlage sieht dann zum Beispiel so aus. Ich gebe denen hier eine kleine Bauvorlage, so eine, das nennt sich Anfangsstreifen, eine Mittelwand. Und die Bienen ziehen das dann sozusagen nach unten aus. Mhm. Ja, ich bin im Biolandverband drin, das heißt, ich bin dazu verpflichtet, den Bienen ihren natürlichen Bautrieb ausleben zu lassen. Und deshalb gebe ich denen halt Anfangsstreifen, dann können die bauen, wie sie wollen. Mhm. Ja, und wenn der Kasten nicht ganz gerade steht, dann... Da kommt ja alles durcheinander in dem Kasten. Dann bauen die Bienen schief und krumm. Hm. Ja, weil die dann irgendwie nicht wissen, ja, was gerade ist. Also für mich zumindest ist es dann nicht gerade. Das ist ja alles durcheinander. Für die Bienen ist es wahrscheinlich für die Bienen ist es top. Ja. Für denen ist das egal, aber für mich ist es eine Katastrophe. Na hier, da ist der Bautrupp. Die haben da unten heute frisch gebaut. Fühlen sie jetzt natürlich gestört und machen bestimmt erstmal Kaffeepause. Wie produzieren die Bienen eigentlich das Wachs? Das schwitzen die aus ihren Wachsdrüsen. Und die Bienen. Ich würde mal eine nehmen, die ist. Ich werde mal eine Biene zeigen. Da kann ich dann mal so eine Biene zeigen, wie die. Die hat hier unten Wachsdrüsen. Hier unten. Und da schwitzen sie das aus und heften das dann hier unten ran und bauen dadurch die Waben aus. Mhm. Jetzt kann man das auch nochmal schön sehen. Die Biene hat hier ihren Stachel, mit dem man sich halt nicht stechen lassen sollte. Und wenn ich die jetzt von hinten greife, kann die halt nicht stechen. Hm. Also eigentlich total unfair, aber zum Anschauungszwecken halt eine schöne Sache. Dann setze ich die wieder hier hoch und dann können sie ihren Job weitermachen. Unterlegen, einfach bloß hier an die Seite. Dann kann ich nämlich den Honigraum dort hochstellen. Immer rückenschonend arbeiten, nicht zu weit nach unten. Stell den Honigraum. So, und das ist ja dieses Absperrgitter. Hier passen halt nur die Bienen durch. Die Königin aber nicht. Und deswegen ist der Honigraum immer brutfrei. Mhm. Wandert die Königin im Stock hin und her? Genau, die wandert hier von Wabe zu Wabe und bestiftet die halt alle.
Stiften heißt, aus einem Ei entsteht dann nach 4 Tagen eine Larve. Mhm. Und aus der Larve wird dann nach 21 Tagen insgesamt von Ei bis zur Biene eine neue. Und wie wird festgelegt, ob es eine Drohne ist oder eine Arbeiterin? Das kann ich euch gleich zeigen. Das sieht man an der Größe der Waben. Also entscheidet nicht die Bienenkönigin, sondern... Die Bienen bauen sozusagen die Waben aus und die Königin stiftet dann dort eine Drohne rein, mhm, oder eine Arbeiterin. Ah, je nachdem, Biene, wie groß die Wabe je nach, ist. Je nachdem, wie groß die, besser guck gesagt, mal, die Zelle die ist. Die Königin? Das ist nicht die Königin. Das war wieder das Ding. Ich tue jetzt quasi einen Waldbrand vortäuschen. Die Bienen werden sofort animiert, in die Wabengassen zurückzugehen. Und denken, es brennt. Und einen dicken Hintern. Ach ja, also Drohnen können echt verdammt gut sehen. Und einen Riesenkopf. Und Riesenaugen. Das ist ja ein riesen Drohnenschwarm. Also hier sehen wir zum Beispiel einiges an Pollen, was die einlagern, von den ganzen vielen verschiedenen Pflänzchen, die jetzt gerade eben blühen. Na, dann sehen wir hier die Arbeiterin und die ganzen Drohnen. Wie ist das Verhältnis zwischen Arbeiterinnen und Drohnen? Also Drohnen sind hier vielleicht so 500 bis 1000 drin und der Rest sind alles Arbeiterinnenbienen. Ja, das ist jetzt nicht das größte Volk hier, was ich hier stehen habe. Aber man kann so, wie war das genau, ungefähr mit 40.000 Bienen kannst du schon... Auf 500 bis 1.000 Drohnen, genau. Und Drohnenrahmen machst du hier auch rein? Drohnenrahmen sind auch drin, genau. Ja. Hm. Die werden auch ganz frei dann, wie gesagt, von den Bienen ausgebaut. Dann hast du hier die Königin gekennzeichnet? Die ist, genau, die werden bei mir alle gekennzeichnet. Das heißt, die sind mehrere drin? Alle Königinnen, die ich sozusagen habe, pro Kasten halt eine, werden von mir gekennzeichnet in der jeweiligen Jahresfarbe. Dieses Jahr ist es rot und letztes Jahr war es gelb gewesen. Mhm. Ja, und jetzt sehen wir hier, was du gesagt hattest, wo kommen die Drohnen eigentlich her? Das sind die Drohnenzellen. Oh. Die sind größer, erhabener, und daraus schlüpfen dann die Drohnen. Und das sind die ganz normalen Arbeiterbrutzellen hier. Mhm. Da kommen die Bienen dann raus. Da sieht man schon, dass es deutlich mehr sind. Mhm. Mhm. So, gleich mal in dem Anschluss schauen, ob wir gleich die Königin sehen. Dann können wir die gleich nochmal mit vorstellen. Und das gibt nur einziger Königin? Eine einzige Königin. Wären hier zwei drin, würde eine Hälfte mit dem Volk abschwärmen. Mhm. Beziehungsweise würde da auch die Königin abgestochen werden. Also eine einzige würde nur überleben. Es gibt natürlich Ausnahmen, es kann auch mal vorkommen, dass hier für eine Zeit lang zwei Königinnen drin sind und dann würde das Volk dann entscheiden, welche Königin hat das Recht, in dem Volk weiter zu regieren, sage ich mal, und das Volk am Leben zu erhalten. Hier ist ein bisschen was rausgetropft. Das ist nicht so schlimm. Das schleckern die sofort. Genau, das ist alles ganz frischer Nektar von heute. Der ist noch ganz flüssig, schmeckt bitter und ein bisschen nach Linde. Schmeckst du das? So ein bisschen Menthol? Na, das ist noch ganz flüssig, das ist fast noch wie Wasser und das wird jetzt erst über Nacht eingedickt und runtergetrocknet. 16-17%. Hier unten ist er hier, die Königin. Ah ja. Genau, mit einem weißen Punkt. Also die ist schon, die ist schon 3 Jahre jetzt alt. Hier. Oh, warte mal. Mit Nummer. Philipp, zeig nochmal genau. Hier oben. Nicht mit Krone, mit Punkt. Genau, die prüft jetzt jede Zelle, guckt rein. Und wenn sie denkt, die Zelle kann man ein Ei vertragen, dann drückt sie dort ein Ei rein mit ihrem Po. Die ist ja mit weißem Punkt, ja? Die hat einen weißen Punkt, genau, die ist jetzt 3 Jahre alt. Einziger. Mhm. Ja, die hat immer so einen kleinen Hofstaat, der die dann immer umsorgt. Na, füttert, prüft, ob alles okay ist. Stößt auch die ganze Zeit Pheromone aus und hält so das ganze Volk zusammen. Ja, wäre die Königin jetzt hier nicht mehr vorhanden, würde das Volk innerhalb von 2 Stunden extrem unruhig werden. Das nennt sich Weiselunruhe. Und die Bienen sind animiert sofort, eine neue Königin herzustellen aus Eiern bzw. aus Larven. Aber wo kommt die weiße Punkt her? Ja, den weißen Punkt habe ich hier aufgesetzt. Ah. Mit Kleber.
und das nennt sich Opalitplättchen. Das setze ich hier einfach auf den Chitinpanzer hoch und dadurch sehe ich dann einfach, was es für eine Königin ist, wie alt sie ist, damit ich ein bisschen mehr Überblick über das habe, was hier passiert. Hm. Weiß nicht, kannst du das mit der Kamera sehen, diese ganzen kleinen Eier hier drin? Du musst nur gucken, du stehst genau vorm Loch. Ne? Du sind so entspannt. Ja. Welche Eier? Du siehst hier, in den Zellen, Waben. In den Waben siehst du Eier drin und das hat die Königin quasi gelegt. Ich kann es dir euch erstmal zeigen. Das ist so ein. Versuchen wir ein bisschen. Siehst du es ja? Ein bisschen in die Sonne halten, damit du das siehst. Und der Königin ihre Aufgabe ist halt wirklich den ganzen Tag Eier legen. Von früh bis Abend, von Abend wieder bis früh. Das ist richtige Maschine, Uli. Aber man sieht schon, die Königin hat halt nicht mehr ganz so viel Power, weil die halt schon 3 Jahre alt ist. Und dementsprechend wird die wahrscheinlich dann nächstes Jahr von den Bienen aussortiert, denke ich mal zumindest. Beziehungsweise kann das von mir auch dann vorweggegriffen werden. Weil den meisten Honig werden die nächstes Jahr, glaube ich, nicht mehr sammeln. Das schenke ich dir. Und wer entscheidet, dass die Königin nicht mehr... Also das entscheiden die Bienen. Ah, aber unter gewissen Umständen entscheide ich das halt selbst auch, wenn ich halt merke, die Bienen haben einfach die Leistung nicht mehr oder die Königin haben nicht mehr die Leistung, sammeln nicht mehr genug Honig, das Brutnest sieht nicht mehr so richtig schön aus, dann weiß ich, okay, die Königin, da geht langsam der Saft aus, sage ich mal. Die ist zu alt. Ja, und hier sieht man folgendes Phänomen. Hier haben die Bienen den Zelldeckel aufgemacht, weil mit der Larve, also mit der Puppe, irgendwas nicht gestimmt hat. Ah. Ja, die haben sie aufgemacht und nachgeschaut und entweder wird die jetzt ausgefressen, diese Puppe, oder aber der Zelldeckel wird wieder geschlossen. Also die scheint irgendwie krank zu sein. Ja, wir Imker müssen jetzt sowieso langsam aufpassen, es geht wieder los. Die Barbourbehandlung steht an. Das heißt, die Bienen sind ja befallen mit dieser Barbourmilbe und die richtet halt immensen Schaden in der Brut an. Die Milben stechen die Larve an und die Larve wird mit der Zeit so geschwächt, dass das Immunsystem komplett hinüber ist und die Larve krank wird und dann ja, ziemlich kranke Bienen auf die Welt kommen, das Bienenvolk eingeht bis nächstes Jahr. Deswegen müssen wir Imker da eingreifen. Und hier sehen wir wieder Bienen. Ganz junge Bienen sieht man hier auch. Das sind die immer, die sehen so ein bisschen flauschig aus. Hier zum Beispiel die hier, das ist eine ganz junge Biene. Ja, wahrscheinlich gestern oder heute geschlüpft. Und die wissen auch sofort, was sie zu tun haben. Die kommen auf die Welt und wissen sofort, ach, wir müssen jetzt die Brut pflegen, wir müssen die Waben sauber halten, Honig sammeln. Wir müssen alles lernen, die Bienen wissen das sofort selbst. Oder eine Königin begatten. Oder die Königin begatten, ja, die wissen einfach, was los ist. Und das tropft hier alles raus zu angeln. Und heute kam hier ein bisschen was rein. Boah. Können wir das Ding schließen? Klar, kannst du alles sauber machen. Womit behandelt ihr? Doxalsäure. Doxalsäure träufeln. Und. Ach, nicht über den Verdampfer. Mit Ameisensäure, das ist für mich Tierquälerei. Ja, diese Ameisensäure ist. Das ist halt von Imker zu Imker unterschiedlich, aber das ist halt meine Philosophie. Diese Ameisensäure ist halt so ätzend. Mhm. Wenn ich an das Bienenvolk rangehe und das brummt extrem laut auf, das mag ich nicht. Also ich tue ja eine künstliche Brutpause herstellen. Das heißt, ich habe eine Honigwabe wie die dort. Mhm. Da mache ich links und rechts so ein Absperrgitter rein. Und da sperre ich quasi für 21 bis 24 Tage die Königin drin. Die Königin kann sich da drin frei bewegen, genauso wie auf einer anderen Wabe auch. Natürlich in etwas kleinerem Maß. Aber nach 24 Tagen ist ja die ganze Brut ausgelaufen, weil die Königin ja nichts mehr bestiften kann. Und dann kann ich einmalig mit Oxalsäure beträufeln und bin durch mit meiner Winterbehandlung. Und muss hier nicht zweimal mit Ameisensäure rangehen, weil das ist halt, in meinen Augen ist das Quälerei. Ja.
Also das möchte ich nicht. Also die Bienen räumen dann auch ganz viel die Brut aus bei Ameisensäure, na, weil die halt so, die ist so stark säurebeständig, dass die dann die Bienen die Brut teilweise verlassen und nach unten wegknicken. Und man, wenn man dann mit dem Verdunsten fertig ist, räumt die halt teilweise die Brut aus. Man hat auch öfters mal Königinnenverluste, das habe ich auch schon mitbekommen. Die ersten Jahre hatte ich das auch so gemacht mit der Ameisensäure, weil ich es nicht besser kannte. Bin aber, wie gesagt, davon abgerückt, weil es für mich mehr Nachteile als Vorteile hat. Bist ja auch vom Wetter abhängig. Weil du ja diese, wie du sagtest, ja mit diesem Verdunster arbeitest, ist die Luftfeuchtigkeit draußen zu hoch, ist blöd. Es ist zu kalt, ist es zu blöd. Es muss immer alles passen, sonst arbeitet es nicht optimal. Ja. Und wenn hier nicht alles optimal funktioniert, kann es sein, dass das Volk nächstes Jahr tot ist. Also hier musst du immer den ganzen Sommer gucken, ist das Volk jetzt irgendwie schon sehr geschwächt, musst du hier schon irgendwas machen. Bienenarbeit ist im Sommer jeden Tag gucken, dass hier alles in Ordnung ist. So, dann machen wir hier mal wieder zu. Ja, haben die genug gestört. Ist den Kasten wieder drauf. Wo ist der andere Deckel? Hier ist der andere Deckel. Bisschen schief, oder? Ja, das ist nicht so schlimm. Genau, das sind meine Stockkarten hier. Da schreibe ich dann sozusagen jeden Tag ein, was ich ja an dem Bienenvolk gemacht habe und was ich an dem Bienenvolk eventuell machen muss. So, genau. Dieses das ist jetzt ja eigentlich reiner Bienenwachs. Das ist reiner Bienenwachs, genau. Da kannst du dann deine Salben von mitmachen oder deine Tür bestreichen. Richtig gut. Na, auf alle Fälle. Sind mit Propolis beschichtet. Zum Desinfizieren. Hier, ja, das sind Propolis beschichtet, genau, zum Desinfizieren der Waben. Also wird ganz frisch gebaut quasi. Ja. Ist das alles okay? Dann bist du der König, ja? Jetzt bin ich der König der Bienenkästen. Der Bienenkönig. Ja. Also seit wann machst du denn die Imkerei und wann und wie bist du darauf gekommen, dich Bioland zertifizieren zu lassen? Also ich mache das seit 2015 und war halt zuerst ein konventioneller Imker, wie das halt hier die breite Masse halt macht. Und bin dann aber auf Bioland umgestiegen, weil ich einfach diese Bioland-Richtlinien gut befinde und ich das auch, diese Philosophie dafür auch vertrete, Bioland-Mitglied zu sein. Genau, ja. Mhm. Und da hat man halt diese Vorgaben, wie gesagt, man muss Holzkästen verwenden, die dürfen nicht aus Styropor sein, man darf der Königin nicht die Flügel schneiden, man muss, wie gesagt, den Bienen den natürlichen Bautrieb ausleben lassen, keine Chemie in den Bienenvölkern anwenden, also wie gesagt, nur mit organischen Säuren arbeiten und man sollte halt immer sehr gute Rücksprache auch mit den Landwirten halten. Ich war jetzt zum Mühlenfest gewesen im Schlosspark und habe ich so gehört, dass da von dir und deinem Partner eine gläserne Imkerei eingerichtet werden soll. Richtig, genau. Also wir befinden uns aktuell dort im Umbau, sage ich mal. Und wir hoffen, dass wir dann nächstes Jahr dort fertig sind und dass wir dann, wie wir heute sehen, wie man mit den Bienen arbeitet, dass man dann dort reinschauen können, wie kommt der Honig in das Glas. Also von der Wabe, die ganzen Verarbeitungsschritte, sieben, schleudern, ins Glas füllen, etikettieren, diese ganzen Arbeitsschritte, dass man das halt vor Ort sieht und mal ein Gefühl dafür bekommt, was eigentlich für Arbeit dahinter steckt. Wie viele Bienenvölker hast du? Also ich habe aktuell 70 Bienenvölker. Und die stehen alle so? Die stehen halt überall verteilt, ja. Überall hier eigentlich im Umkreis von 60, 70 Kilometer stehen die im Umkreis hier entfernt, ja. Überall verteilt. Wie viele verschiedene Honigsorten produzierst du eigentlich und welches ist die schwierigste oder die seltenste? Ja, also das ist immer ganz unterschiedlich. Wenn ich 30 bin, kann ich ungefähr 5-6 Honigsorten ernten. Wenn ich nicht so fleißig bin, sind es nur 3. Also wir haben ja hier das Glück in unserem Umkreis, dass wir hier so eine ausgeprägte und gute Flora und Fauna haben. Mhm. Also wir haben ja, wenn das Wetter mitspielt, haben wir eine durchgehende Tracht bis Juli, bis jetzt. Mhm. Angefangen von der Frühlingsblüte, geht dann über in den Raps, in den Raps,
dann in die Akazie, wie sie hier steht, mhm. Robinie, und dann die Linde. Ne? Und das ist ein durchgehendes Trachtband. Und dementsprechend müssen wir normalerweise nicht wandern. Es sei denn, man möchte halt spezielle Sorten haben, wie zum Beispiel Sonnenblume oder Buchweizenhonig. Dann gibt es noch den Heidehonig zum Beispiel. Ja, und das sind halt so spezielle Sorten. Kornblumenhonig zum Beispiel, ja, das sind alles so eine speziellen Sorten. Da muss man halt explizit, da muss man wandern. Also das kann man nicht vor Ort ernten. Da musst du dann abends dann immer deine Bienenvölker auf dem Transporter oder auf dem Anhänger laden und fährst dann in der Nacht sozusagen die Bienenvölker von A nach B. Und das ist dann nur so eine Nachtaktion. Da muss halt dann auch immer die Partnerin mitmachen, weil, wie gesagt, im Sommer ist man immer auf Achse. Man hat eigentlich kaum Zeit. Das muss man immer dazu erwähnen. Ist halt Landwirtschaft, ist halt Saisonarbeit und von März, April geht es da bis September fast jeden Tag Bienen. Mal angenommen, du findest einen Bauern, der schöne Kornblumen hat und du möchtest gerne Kornblumenhonig machen. Ja. Wie lange müssen die Völker oder wie viele Völker stellst du da hin und wie lange stehen die da? Genau, das kommt immer ganz darauf an, wie viel Hektar das Feld groß ist und mit Kornblumen bestückt ist. Ja, wenn da jetzt 4, 5, 6 Hektar sind, dann kann ich da schon so 10 Völker hinstellen. Mhm. Ja, und umso mehr Hektar dort sind, umso mehr Bienenvölker am Ende auch. Mhm. Und immer mit dem Landwirter Rücksprache halten, das ist halt ganz wichtig. Also nicht einfach die Bienenvölker da an das Feld stehen und dann, ja, wird schon, sondern immer mit dem Landwirt sprechen. Das sind ja seine Felder am Ende. Hey, darf ich das überhaupt? Ist das okay für dich? Und ja, das ist auch mein Appell nochmal an die anderen Imker, immer Rücksprache mit allen Landwirten halten bei solchen Geschichten. Wie lange stehen die dann da? Ja, das ist immer ganz unterschiedlich von Tracht zu Tracht. Kornblume kann man schon so rechnen, 3, 4 Wochen. Buchweizen genau das Gleiche. Und am kürzesten ist halt hier die Robinie. Die geht immer bloß 1,5 Woche, dann ist vorbei. 1,5 Woche hast du, wenn das Wetter passt, die Robinie ist halt die anfälligste Tracht, sage ich mal. Ein Gewitterguss reicht, ein Hagelschlag oder auch nur Frost und schon die Robinie ist Feierabend. Das war's. Also das muss alles passen, damit du die Robinie anwandern kannst. Und das ist 1,5 Woche. Sehr sensibel. Also ist wirklich sehr sensibel. Ja, das schmeckt ja so ganz fein und lieblich. Ja. Und so sensibel ist auch das Pflänzchen, was Nektarproduktion anbelangt. Genau, ja. Aber bei der Robinie ist halt das Schöne, wenn alles passt, so wie in diesem Jahr, dann können die schon mal am Tag an die 6 bis 7 Kilo eintragen, die Bienenvölker. Ja, also das ist schon echt sportlich. Das ist eine Tracht. Wie oft die fliegen und das ist Hammer, wenn man, ich habe so eine Bienenstockwagen, da habe ich meine Bienenvölker drauf stehen und dann kann ich dann sozusagen über eine App auslesen, wie viel Kilo die pro Stunde oder Gramm die pro Stunde eintragen. Und da waren es dieses Jahr wirklich, ich weiß mal 8, 9 Kilo gewesen. Also da habe ich echt gestaunt. Das sind aber immer nur so Peaks, so 3 Tage, wo das dann so extrem ist. Ja. Und dann flacht das wieder ab. Ja. Und müssen denn die Honige zu irgendeinem Zeitpunkt laborüberprüft werden? Oder also so? das muss man machen, wenn man den Honig als Sortenhonig deklariert. Also wenn ich jetzt auf den Honig schreibe Robinienhonig, dann muss ich mir auch sicher sein, also wirklich Robinienhonig drin ist. Ist da jetzt nochmal 60% irgendwas anderes drin, dann kann mich der Kunde dafür anklagen und sagen, hey, da ist ja gar kein Robinienhonig drin, da ist Raps drin, da gibt's Ärger. Also muss man immer eine Analyse anfertigen lassen. Und dann kann man immer nachweisen, hey, doch, das ist so, wie es ist. Und diese Regel gilt die nur für Bio-Imker? Nee, die gilt für alle. Die gilt für alle Imker, die ihren Honig im Glas vermarkten. Mhm. Richtig an Endkunden. Und da muss das alles passen. Ne? Auch bei Kornblumenhonig, Buchweizenhonig, da müssen über 50% müssen von dieser Sorte drin sein. Ansonsten gibt es Ärger. Und hast du darüber hinaus auch noch besondere Auflagen als Bio-Imker, außer dass du jetzt natürlich die Regeln einhalten musst, also Kontrollen oder? Genau, also ich habe einmal im Jahr eine Abizert-Kontrolle und da wird dann sozusagen mein ganzer Betrieb auseinandergenommen. Das wird meine ganze Dokumentation muss passen. Ich muss nachweisen können, dass ich Biolandzucker verfüttert habe. Ich muss nachweisen können, dass die Königin alle halt ihre Flügel behalten haben. Also man darf halt keine Flügel schneiden, wie gesagt. Ja, also das ist dann so eine Prozedur, die geht 3, 4 Stunden und da wird halt alles auseinandergenommen. Einmal die Bienenvölker alle angeschaut, auch auf Bienenwohl geachtet. Also dass, wenn man am Bienenvolk arbeitet, dass halt keine Bienen gequetscht werden. Dass, wenn man jetzt den Kasten aufmacht, dass nirgendwo irgendwelche Bienen... Ich meine, das kann leider Gottes immer irgendwie vorkommen, dass mal eine Biene unglücklicherweise wo dazwischen kommt. Es tut mir leid, aber es ist nun mal so. Ja, aber das sollte halt nicht die Regel sein und da achten die auch wirklich explizit drauf. Und das finde ich gut, dass da Bienen... wohl und artgerecht geimpft wird. Und das ist halt auch nochmal ein Grund, warum ich bei Bioland halt bin. Ja.
den Schwarmverhinderung oder auch nicht. Also auf der einen Seite sagt man ja, es ist gesund, wenn ne, da eine neue rangezogen wird. Oder? Also das muss man immer ein bisschen differenzieren. Also für die Bienen an sich ist das eine schöne Sache, wenn die abschwärmen. Die nehmen halt auch den ganzen Viren- und Milbendruck mit raus. Das ist schön. Ja. Die starten quasi völlig neu. Ja. Aber für uns Imker ist das halt blöd, weil das ist, sage ich mal, ein wirtschaftlicher Totalschaden. Richtig. Und dann ist es halt auch immer so, es ist ja bei uns auf dem Land und eigentlich egal wo so, dass die Bienen keine natürliche Verhausung mehr finden. Mhm. Also der Bienenschwarm zieht jetzt hier irgendwo ein und würde aber kaputt gehen. No. Ja, es sind ja keine vernünftigen Behausungen mehr da. Und dann haben die halt noch das Milbenproblem. Ja. Also ist es dann am Ende, wenn man das weiter spinnen möchte, auch irgendwo Tierquälerei, wenn man die Bienenvölker abschwärmen lässt und die sich dann irgendwo einlisten und dann kaputt gehen über den Winter. Das ist halt, ja, wir haben nun mal die Milbe hier eingeschleppt. Jetzt müssen wir auch dafür Verantwortung tragen. Und versuchen, die Bienenvölker so zu führen, dass die halt nicht abschwärmen. Mhm. Und die Schwärme auch immer einfangen. Weil, wie gesagt, die schaffen das, na klar, die schaffen das bis über den Winter und gehen dann aber spätestens im darauffolgenden Jahr ein. Und das ist halt blöd. Und deshalb mache ich das halt so, dass ich halt auf Belegstellen fahre. Also ich mache 70, 80 bis 100 Königinnen oder manchmal auch noch mehr und lasse die halt auf Belegstellen begatten, wo schwarmträge Genetik ist. Und die weisel ich dann hier ein und so brauche ich den Kasten eigentlich gar nicht durchschauen im Sommer. Ich setze nur Honigräume auf und Honigräume runter und die schwärmen nicht ab. Es kommt immer mal vor, dass irgendwo was genetisch nicht ganz hinhaut, aber du kannst das sozusagen rausselektieren und rauszüchten, dass die Bienenvölker nicht abschwärmen. Und das ist halt eine schöne Sache für uns Nebenerwerbs- oder Berufsimker, weil du dann immens viel Zeit sparst. Und für die Bienen ist das auch schön, weil, wie gesagt, die gehen halt nicht kaputt draußen. Ja, genau. Was jetzt noch im Süden steht? Die Winterlinde. Nee, ich meine, aber weil du gesagt hast, dass noch was anderes drin. Ja gut, das kann aber auch Waldhonig sein. Ach so. Also von den Läusen sozusagen produzierter Honigtau, dass die Bienen das gesammelt haben. Das gibt meistens immer so eine bittere Note beim Honig. Es könnte sein, dass das mit drin ist. Wie gesagt, das ist alles Kaffeesatzleserei. Ich muss das analysieren lassen und dann weiß ich, woran ich bin. Mach das mal. Aus welchem Grund hast du jetzt zwei Bienenvölker hier in Kräune stehen? Genau, also ich arbeite mit dem Lausitzer Wege e.V. zusammen und habe hier halt zwei Bienenvölker stehen, um sozusagen den Kindern die Imkerei und die Bienen an sich näher zu bringen. Das ist ja in der heutigen Zeit so, dass man halt viel virtuell auf dem Handy schauen kann, wie funktioniert so ein Bienenvolk, aber halt nie Kontakt mit denen hat. Und deshalb habe ich hier zwei Bienenvölker stehen und das funktioniert ganz gut. Auch Schulen kommen hierher und die sind alle mal herauf begeistert, wenn die Waben sich anschauen können oder mal live richtig schön selbst Honig kosten aus der Wabe. Das ist für die immer ein Highlight. Genau, und deshalb stehen die hier und bin zufrieden. Und das hier sind gut. Denn auch Sichtfenster? Richtig, das sind auch alles Sichtfenster. Man kann jetzt hier von außen halt, wie gesagt, auch, wenn erstmal am Anfang, um ein Gefühl zu bekommen, kann man erstmal von draußen sozusagen die Kästen aufmachen und schauen, was passiert da drin überhaupt.
schön mit Baum, Keune. Mit Hummel, die gerade sich etwas Nektar holt. Es hat eine wunderschöne Bienenweide oder Insektenweide überhaupt, so eine Linde. Mhm.